Yo Leute, was geht ab? Hier ist Ben Schubi am Start mit einer weiteren Folge von Planet Coaster. Und wir haben in der letzten Folge alle drei Missionen abgeschlossen von der ersten Mission, also Bronze, Silber und Gold. Und ich möchte jetzt einen neuen Freizeitpark beginnen, sprich die nächste Mission in Angriff nehmen. Und dafür müssen wir zurück zum Hauptmenü und wir schauen uns an, welches die nächste Mission ist. Ab in den Karrieremodus rein. Schnupp. Die Kreatur erwacht. Neues Szenario starten. Jawohl. Und damit beginnen wir die zweite Mission und wir schauen natürlich, was uns jetzt hier erwartet. Gerüchte, dass Techniker ein paar tragischen Unfällen zum Opfer gefallen sind, haben die Mitarbeiter verschreckt und zum Verkauf dieses Parks geführt. Okay, das hört sich doch weniger positiv schon an, auf jeden Fall. Gar nicht gut. Vielleicht stelle zwei Mitarbeiter vom Typ Hausmeister ein. Bekommen wir hin. Baue zwei beliebige Fahrgeschäfte. Bekommen wir auch hin. Stelle zwei Mitarbeiter vom Techniker ein. Bekommen wir hin. Baue fünf beliebige Fahrgeschäfte. Auch kein Problem. Stelle zwei Mitarbeiter vom Typ Animateur ein. Jo, also die Ziele sind auf jeden Fall machbar. Alter. Sieht ja mal mehr als geil aus. Hier. Monatliche Betriebskosten auf jeden Fall schon mal negativ. So, wir schauen kurz einmal, wo sich der Park oder wo der Park Eingang eigentlich ist. Ah, es geht ziemlich nach unten. Ich vermute, der ist ja da unten auf jeden Fall irgendwo. Ah, okay, tatsächlich. Hier unten ist der Parkeingang. So, Parkeingang passt soweit. Wir könnten hier jeweils $2 erheben, würde ich sagen, das wäre nicht zu teuer. Dann bekommen wir auch gleich ein bisschen Kohle zusammen. So, im Park liegt auf jeden Fall sehr viel Müll herum. Mal kurz die Routen hier schauen, wie das hier so aussieht. Was ist das für ein Gebäude? Okay, ein Serviceladen. Okay, alles klar. Okay, das hier ist ein Fahrgeschäft. So, aber jetzt nichts Spektakuläres auf jeden Fall, wie das aussieht. Ja, ganz ehrlich, das reißt mich auf jeden Fall jetzt nicht vom Hocker. Werden wir uns auf alle Fälle dann anschauen. Schaut mal, das geht hier so rum. Ah, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht gemacht. Also, ab rein in die Parkverwaltung. Und gleich mal hier eine Marketingkampagne starten, zack, damit wir schnellstmöglich viele Gäste in den Park locken. Sehr gut. Nummer 1 erfüllt. Nummer 2 werden hier auf jeden Fall mal der ein oder andere Hausmeister sein. So. Personalzufriedenheit lässt zu wünschen übrig, aber wir müssen jetzt erst einmal unsere Hausaufgaben hier machen. Und zwei Techniker wären wahrscheinlich auch nicht schlecht. Wobei jetzt genügt noch einer. Und hier so einen Animateur. Gut. Dann sind wir mal fürs Erste hier versorgt. Ich würde sagen, wir bauen hier den Weg weiter. So. Die Breite machen wir auf jeden Fall, passen wir hier so an. So. Das soll hier jetzt nicht mega rund werden. Da habe ich keine Intention dazu. Tschup, 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 tschup. Zack, ein schönes Ei, geformt von mir. Gut, wir schauen mal an, wie viel Platz wir hier haben.
Und platzieren auch gleich mal das erste Fahrgeschäft. Was haben wir hier so? Forge. Okay. Ja, komm, wir starten mal mit dem ersten kleineren Fahrgeschäft hier. Gleich mal am Eingang, damit wir hier die ersten Besucher abgreifen können. So, Nummer 1. Und den Ausgang machen wir ebenfalls hier. Genau. Dann machen wir hier mal die schwarzen. Das Gelände ist zu... Ach, nee. Ja, okay. Dann platzieren wir den Eingang am besten hier. Und machen das hier mit dem Weg. Hoffentlich relativ passend. Sehr gut. Also, erste Mission erfüllt. Die Kreatur erwacht. Sehr nice. Das ging schnell. Aber nicht anders habe ich es geplant. Wir brauchen uns nicht so lange aufhalten, wenn die Ziele auch gleich zu erledigen sind. So, jetzt auf jeden Fall einen Weg noch hier machen vom Ausgang. Das ist noch zu steil, wie ich das sehe. Wo kann ich das Ganze umbauen? Wahrscheinlich irgendwo in diese Richtung. So, machen wir mal das Ganze hier weg und schauen uns einfach mal kurz nochmal an. Wartung, Betrieb, anpassen. So, anpassen würde eigentlich hier sein. Genau, Ausgang verschieben. Sehr gut. Und jetzt machen wir auch den Weg hier hin. Will noch nicht so richtig. Ganz ehrlich, welche Grütze ich hier veranstalte, ist ja schlimm. Wir machen mal hier die Länge auf jeden Fall zurück. So. Jetzt schauen wir uns das mal. Ach, okay, alles klar, hier ist ein Gefälle. Dann wäre das eigentlich ziemlich praktisch, wenn wir das Gefälle auch ausnutzen würden. So. Und gehen hier ebenfalls runter. Zack, zack, zack. Hier noch ein bisschen an. Hoch. Und. Denke ich mal, dass wir das so hinbekommen könnten. Zu niedrig. So, dann bauen wir das einfach mal so weiter. Ja, okay, wo kann ich denn hier die Höhenanpassung? Müssen wir auf jeden Fall jetzt reinmachen, weil sonst sieht man das einfach nicht so gut, wie ihr seht. Okay, alles klar. Naja, schön ist was anderes. Es geht zwar schlimmer, aber schön ist trotzdem was anderes. Hier machen wir mal das erste Fahrgeschäft aus. Und ich möchte mal kurz nachschauen, wo wir die Höhenanpassung hier einstellen könnten. Raster auswählen, hier Kamera, bla bla blub.
Ah, das werde ich auf ihn. Erweiterte Einstellung. Geborenes Gefälle. Okay. Tara. Ja, wenn wir das mal zumachen, dann können wir noch nicht draufklicken. Okay. Werde ich auf jeden Fall bald nachschauen, wo wir das machen können. Wir bauen auf jeden Fall jetzt schnell unseren Park hier weiter. So. Dazu führen wir hier den Weg. So, schwupp. Einfach mal in die Richtung. Und wenn das möglich ist, würde ich das gerne hier ein bisschen breiter machen. Das geht hier. So. Okay. Das kennt ihr ja schon vom ersten Part. Ach so, Plätze wären jetzt richtig gut. Wisst ihr, so Steinplätze? Wann und wo kann ich die bauen? Also nicht bei Wege, vielleicht bei Szenarien. Mal gucken, Requisiten, Natur, Spezialeffekte, Kunstformen. Alle. Also ihr wisst bestimmt, was ich meine. Einfach so ein Platz, wo ich größer gestalten kann, ohne einen Weg. Aber anscheinend müssen wir hier die Wege benutzen. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus. Macht aber gar nichts. Ja, bekommen wir nämlich auch so hin. So, jetzt machen wir das ein oder andere Servicegeschäft natürlich gleich mit hin. Und zwar diesen Dorfladen. Hat hier zwei Eingänge auf jeden Fall. Das ziehen wir mal so hin. Ja. Mit X kann ich es noch hier ein bisschen so nach vorne hinten. Nach oben, unten will ich eigentlich nicht. Drehung zurücksetzen, drehen in X-Richtung. So, genau das möchte ich eigentlich. Drehen in X-Richtung. Ja, genau. So wäre es perfekt. So wäre das perfekt. Jo. Und jetzt möchte ich noch die Position schön verschieben. Jawohl. So ist das schön. Bei dem Anschluss. So, perfekt. Genau so und nicht anders. So, Chief Beef 1 ist offen. Und Chief Beef 2 hoffentlich ebenfalls. Dann haben wir zumindest was zum Essen. Was zum Trinken machen wir auf jeden Fall auch gleich. Und zwar wieder drehen hier. Okay. Möchte ich ebenfalls auf einer Höhe haben. Wie diesen Laden hier. So, okay. Passt. Sehr schön. Dann haben wir den Getränkeladen. Dann wäre es auch wichtig, wenn wir ein kleines Toilettenhäuschen hier hätten. Das Toilettenhäuschen möchte ich am besten nochmal... Nein, falsch. Möchte ich verschieben. Und zwar... Nochmals mit der X-Taste rein. Drehen in Y, in X-Richtung. So, perfekt. Jetzt nochmals verschieben mit der Position. Herrlich, sehr gut. Wie ihr seht, das wird auf jeden Fall unsere kleine Ecke, wo wir unsere Servicegeschäfte haben. So. Was könnten wir noch gebrauchen, gleich für den Anfang? Parkeingänge. Okay. Da haben wir auf jeden Fall noch nichts. Auch noch nichts. Toiletten haben wir. Gut, machen wir noch eine zweite Hütte hin. Mit der X-Taste, wie gesagt, können wir das Ganze drehen.
Nein. Möchte ich nicht so haben. Nochmals drehen. Das war so, genau. Ist noch nicht perfekt. Okay, sehr gut. Dann machen wir hier auf jeden Fall die Parkbänke hin. Und natürlich jede Menge Mülleimer. So. Eine schöne Shisha-Sitzlounge hier. Zack, zack. Auch hier. Jawohl. Hier im Eck. Klasse. So muss das sein. Und die ganzen Mülltonnen platziere ich hier schön auf dem Weg. Damit hier ja keiner auf die Gedanken kommt, meinen Park zu verschmutzen. Ganz im Gegenteil. Zack. Und auch hier. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier noch einen Mülleimer hin. Zack. Damit wäre unser erstes Areal eigentlich schon mal sehr zufriedenstellend. Hier kommen auch die ersten Leute hin. Kann ich hier schon eine Achterbahn bauen? Nein, noch nicht. Dann werde ich gleich mal in der Forschung investieren, Forschung starten. Und zwar eine fetzige Achterbahn auf jeden Fall. Forschung starten. So, passt das. Personal werden wir jetzt hier gleich weiterbilden. Und zwar, wo sehen wir? Animateure. Sehr gut. Schauen wir mal gleich drauf. Gleich mal eine Ausbildung. Aber auch ein bisschen mehr Gehalt. 300 sollte passen. 200 und ebenfalls eine Weiterbildung. So, sehr schön. Auch eine Weiterbildung spendieren wir dem hier. Und ein besseres Gehalt. So, 200 und ebenfalls ein besseres Gehalt. So, Verkäufer, die müssen natürlich gut geschult sein, sonst haben wir ein Problem. Ja, 200. Also 200, ich weiß nicht, ob das zu viel ist oder zu wenig ist. Das ist ein Wert, den ich jetzt einfach mal so festlege. Und ich denke, damit fahren wir ganz gut, weil wir bekommen auf jeden Fall die ganzen Besucher ziemlich schnell bei uns dann in den Park, damit er profitabel wird. So. Und der letzte. Sehr schön. Bei den Servicetechnikern brauchen wir auf jeden Fall sehr gute Techniker. So. 350, die sind am teuersten. Da schauen wir auf jeden Fall zweimal drauf und ich würde auch sagen, beim Servicetechniker, da sparen wir nicht, sondern stellen auch hier gleich einen zweiten ein. Zack. Okay, sehr schön. Fahrgeschäfte, schauen wir, was es weiteres gibt. Hier einen Kicklip. Okay. Das könnte doch interessant sein. Werde ich mal da hinten positionieren, nachdem ich es sehr schön hier gedreht habe. Jawohl. Das darf hier ruhig ein bisschen herausragen. Wir machen den Eingang links und den Ausgang platzieren wir hier. Sehr schön. Und dann bauen wir wie immer den Weg. Den möchte ich in diesem Falle nicht zu breit machen. So. Denke, 2 reicht hier aus. Jawohl.
Sehr schön. Dann gehen wir zu den Wegen rüber. Dann nehmen wir den Weg. Ebenfalls die Breite ganz niedrig. Das bekommen wir hin. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Sehr schön, dann haben wir das Ganze hier auf jeden Fall schon verbunden. So. Vielleicht möchte ich, dass es so hier reingeht. Komme ich das so hin? Nein. Okay. Passt. Sehr gut. Vielleicht hier gleich auch mal die ein oder andere Parkbank hin. So. Parkmülltonne. Ja. Platzieren wir hier. Sehr schön. Okay, und wir schauen mal in die Parkverwaltung, wie unser Marketingprogramm so ankommt. Das ist auf jeden Fall fertig und wir starten jetzt mal eine größere Kampagne. Und hier auch noch eine. Och, jojojojojoj. Hier sieht es nicht so gut aus. Da müssen wir schauen, damit wir hier schnell profitabel werden. Sonst gehen wir hier bankrott. Und das darf und muss nicht sein. Wir schauen hier mal auf dieses Gebäude. Nein, will ich nicht verschieben eigentlich. Nochmal weg. Okay, nochmal draufklicken. Und dann schauen wir mal an, Gebäudestatistik, was wir hier alles machen können. Können wir gar nichts machen, oder wie? Ich möchte hier eigentlich mehr Geld verlangen. Ah, hier kann ich draufklicken. Okay. Ich denke mal mit 25, 26, ja. Wäre das eigentlich auch noch ziemlich gut besucht. So. Wie sieht es aus mit den Besucherzahlen? Gleich mal drauf. Gäste. Da gibt es noch keine Statistik, aber auch das bekommen wir hin. Und die Finanzen ganz wichtig im Überblick behalten. März, April, okay. Also wir sind noch nicht im profitablen Bereich, ganz im Gegenteil. Wir müssen auf jeden Fall jetzt die Finanzen gut im Auge behalten. So. Und wir schauen uns einfach mal an. Ab ins Dunkle rein. Hallo. Okay. Ich will zum Eingang und ich möchte mehr Geld verlangen. Das ist mein Ziel. Und wir schauen mal, wo ich das am besten machen kann. Gebäude. Hier Gebäude. Okay. Es gibt bestimmt eine Übersicht, wo ich ziemlich schnell da rein. Okay, hier. Mhm. Läden sind das alles. Attraktionen. Watch 2. Hitglück ist noch geschlossen. Das sollten wir mal ziemlich schnell öffnen. Damit es hier auch Gäste anzieht. So. Gästeübersicht. Okay, Erwachsenengruppen. Jawohl, wir werden auf jeden Fall hier jetzt die Gäste mehr und mehr anziehen. Aber wir brauchen ein Darlehen, wie es aussieht. Füge ein neues Darlehen hinzu. Hm, kann ich nicht. Sehr schön. Ich hoffe, wir gehen hier jetzt nicht bankrott. Ganz im Gegenteil. Wir beschleunigen das Ganze und hoffen, dass uns hier die Besucher auch ganz schön den Park stürmen werden. Okay, es kommen immer mehr Besucher. Jetzt schaue ich nochmal. So, da rein. Es geht hier in die Richtung. Jawohl. So, da hinten ist der Parkeingang. Parkeingang, sehr gut. Den wollte ich haben.
Und da verlangen wir jetzt einfach ein bisschen mehr Kohle. So, 3 und 3. Zack. Ich denke, damit können wir zumindest mal dem drohenden Bankrott aus dem Weg gehen und gleichzeitig ein bisschen Kohle scheffeln. So, gucken wir uns das Ganze vom Nahen mal an. Also 600 Besucher haben wir und es steigt auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sollten uns noch die Zeit hier nehmen, um einfach mal hier einen Gast zu filmen. Ja. Halt, halt. Sobald die sitzen, werden wir einen uns auswählen. Genau, nehmen wir den hier, den im Roten. Der freut sich schon. Und dann gucken wir uns mal das ganze Spektakel hier an. Jetzt warten wir noch, bis die letzten Platz genommen haben. Und dann kann die wilde oder hoffentlich wilde Fahrt losgehen. Sehr geil, die freuen sich auf jeden Fall. Obwohl es jetzt nicht das spektakulärste Geschäft ist. Jetzt würde ich gerade sagen, war es das schon? Nein, noch nicht, Gott sei Dank noch nicht. Könnte ruhiger ein bisschen intensiver sein nach meinem Geschmack. Aber ich glaube, ihr habt einen Eindruck bekommen vom Fahrgeschäft. So, 740 Leute haben wir mittlerweile im Park. Okay, auf jeden Fall sind wir fett im Minus. Ich hoffe und denke aber, dass wir das hinbekommen, spätestens in der nächsten Folge. Da könnt ihr gespannt sein, wie sich das entwickelt. Und ich hoffe, dass mit dem Sound passt jetzt mittlerweile so. Ich denke mal ganz klar, ja, das sollte so passen. Wenn euch die Folgen gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Feedback natürlich weiterhin in die Kommentare rein. Und jo, dann bis zum nächsten Mal, euer Benchubi. Ciao.